Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Heute ist so ein Tag, wo ich sage, es ist Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles zusammen an einem Tag. Warum? Jeder, der irgendwann mal was Künstlerisches gestaltet hat, beziehungsweise ein Buch geschrieben hat und weiß, an dem Tag, wo das Buch erscheint, das ist so wie alles drei zusammen. Das ist ein Glücksgefühl, was man sich wirklich nicht vorstellen kann. Das ist was ganz Besonderes und das möchte ich gerne mit euch teilen, weil das ist nicht irgendein Buch, die Jahrtausendlüge. Man sagt ja, die Dinge kommen zu dir, du nicht zu den Dingen. Hab lange dran gearbeitet und es ist jetzt soweit. Warum? Weil die Zeit dafür reif ist. Ihr wisst selber, 2012 hatte ich damals schon die Jahrhundertlüge geschrieben. Für viele Menschen war ich sehr dankbar für. War es ein Erwachungsbuch. Die haben gesagt, damit hat sich meine Weltsicht verändert. Und trotzdem müssen wir zugeben, oder ich muss zugeben, dass wir auch in einer Blase unterwegs waren. Wir haben immer gedacht, okay, jetzt kommt die große Veränderung, jetzt kommt der Wandel, die kritische Masse ist bald erreicht. Ich habe aber eine gute Meldung für euch, eine gute Nachricht. Es ist Tatsache so. Weil im Endeffekt, wenn du dich veränderst, verändert sich deine Welt. Ihr letztendlich seid in Resonanzfähigkeit, auch mit anderen Menschen. Und wir sind leider sehr ungeduldig. Ich nehme da mich nicht raus und denke, sofort muss alles anders sein. Aber wir sind Tatsache in der Zeit des großen Erwachens, in der Zeit des Prozesses, wo immer mehr Menschen aufstehen und erkennen, dass sie einer Jahrtausendlüge aufgesessen sind zu ihrem eigenen Nachteil. Und es ist höchste Zeit, dass wir anfangen mit der Veränderung. Und deswegen bin ich ganz tief in den Maschinenraum eingestiegen, habe gesagt, du musst da was machen, es kann nicht mehr so weitergehen. Ich hatte jetzt in den letzten 2 Tagen mehrere Interviews, kann ich nur empfehlen, bei Noviso, ein ganz tolles Format. Barcode, die Sendung mit Frank Höfer und mit Robert Stein. Mäckle, liebe Grüße hier an der Stelle an Friedemann Mack. Mäckle macht gute Laune und auch Felix van Frieden. Die haben jetzt schon 3 Interviews zu meinem neuen Buch veröffentlicht. Und das Spannende daran ist ja, keine geringere als Lisa Fitz hat das Vorwort geschrieben. Und ja, Lisa hat das Manuskript gelesen und sie ist ja schon sehr, sehr, sehr lange drin im Kabarett, sehr kritisch. Mit Dieter Hildebrandt hat sie zusammengearbeitet und zwar hat sie immer den Finger in die Wunde gelegt und wenn man es sich anschaut, ist es eigentlich viel schlimmer geworden. Auch sie wurde angegriffen, weil es gibt nur eine Meinung, es gibt nur noch ein Narrativ. So ist es in der Regel in Diktaturen, ich nenne es immer Demokratie-Simulation, in der wir uns befinden. Selbst das ist ja mittlerweile schon eine Sache, die du nicht sagen darfst. Und mich hat dazu bewogen, letztendlich reinzugehen in mein altes Buch, die Jahrhundertlüge ins Quellenverzeichnis und musste mit Entsetzen feststellen, dass ein Großteil der Quellen weg sind. So, und habe gedacht, wenn es so weitergeht in dem Tempo und wird nicht mehr lange dauern, dann gibt es wirklich nur noch laut Orwell diese eine Meinung und das möchte ich einfach nicht. Ich habe eine Verantwortung meinen Kindern, meinen Enkelkindern und auch den Menschen gegenüber, dass diese Wahrheit, die für sich alleine steht, dass wir die bewahren. Die Jahrtausendlüge. Das verbotene Wissen. Mehr als 500 Quellen beweisen die wahren Verschwörungen in Politik, Medien und Hochfinanz. Mit detaillierten Listen und Namen, die den anonymen Strippenziehern die Maske vom Gesicht reißen. Corona, das trojanische Pferd. Wer hat die Krise wirklich verursacht? Der Mord an John F. Kennedy. Wer ist der wahre Mörder? Der Klimawandel. Ist alles nur ein riesiger Schwindel? Das geheime Geldsystem. Wer sind die anonymen Superreichen? Der Euro? Wurde Deutschland absichtlich vernichtet? Hitler und sein Aufstieg? Waren die Alliierten die eigentlichen Strippenzieher? 33 tote Zeugen in Belgien? Kindesmissbrauch in höchsten Kreisen offenbart? Der 11. September 2001. Unveröffentlichte Details zu den wahren Abläufen. Die Kriege der letzten 100 Jahre. Der Beweis für den größten Betrug der Geschichte. Geheimbünde wie die Illuminaten regieren die Welt. Wie lauten die Namen und Personen dahinter? Die Jahrtausendlüge. Jetzt lesen, bevor das große Verbot und die Zensur kommt. Hörbuch, E-Book und physisches Buch sind ab sofort auf wirtube-shop.de erhältlich. Mit einem Vorwort der bekannten Kabarettistin Lisa Fitz. Und zwar in unserem Herzen und verteidigen. So wie Artus damals mit seinen Rittern der Tafelrunde auch nicht nur die Wahrheit verteidigt hat, sie waren ja auf der Suche nach dem Heiligen Gral, aber eigentlich geht es darum, um das Große, um das Göttliche. Und es war mir wichtig, über 550 Quellen für euch rauszusuchen. Jeder von euch ist eingeladen, zu recherchieren,
mit reinzusteigen. Und ich bin wirklich glücklich und dankbar dafür, dass heute am allerersten Tag, heute ist der 18. November, wir haben lange ersehnt diesen Tag, dieses Buch mittlerweile schon als Bestseller bei Amazon gelistet ist. Top 100 aller Bücher und gerade heute Platz 2 im Bereich Geschichte, wichtige Rubrik. Und trotzdem ist das nicht wichtig, weil es ist nur Ego. Viel wichtiger ist was ganz anderes, dass dieses Wissen in die Welt kommt. Und hier geht es Tatsache um all diese Dinge, um alle Kriege, vom Ersten Weltkrieg angefangen, über den Zweiten Weltkrieg, Vietnam, über die Irakkriege, Afghanistan, Libyen, wie wir belogen worden sind. Bis ins Detail gehen wir dort rein. Wer sind konkret die Interessengruppen? Welche Namen sind das mit langen Namenlisten? Wo treffen sich diese Personen? In welchen Organisationen? Halbgeheim, Geheimorganisationen? Und wie ist das deutsche Volk verraten worden? Wie lief die Umerziehung ab? Heikle Themen, die fast keiner überhaupt sich traut anzufassen. Ich war erstaunt in den letzten Tagen bei den Gesprächen, wo es darum ging, dass ich ja tief in mein Archiv eingestiegen bin. Und da geht es darum, ja, wie ist denn eigentlich das Dritte Reich entstanden? Wie ist denn Hitler überhaupt finanziert worden? Das ist ein Thema, bei dem nicht angesprochen werden darf. Und auch andere brisante Themen. Wie läuft Manipulation ab? Wie läuft Propaganda ab? Alle Tricks stehen in diesem Buch drin. Das ist eine Offenbarung letztendlich für Menschen, die noch nicht so tief in Kaninchenbau reingekrochen sind. Und trotz alledem stellt sich immer wieder die Frage und die bleibt im Raum stehen. Was macht das mit euch? Was hat es mit euch, mit eurem Leben zu tun? In der Regel sehr wenig, sondern meist ist es so, dass die Menschen, wenn sie lesen, oh, es gibt so große Gruppen, die die Strippen letztendlich ziehen auf dieser Welt und uns manipulieren in allen Bereichen, also über Ernährung, Pharmaindustrie, Medien, überall läuft ja wie ein Krieg, könnte man sagen, ein Krieg gegen die Menschen, einer kleinen, klitzekleinen Gruppe und über die reden wir bis ins Detail im Buch in einer noch nie dagewesenen Art und Weise. Und es ist aber wichtig zu erkennen, dass wir mehr sind als das, was die Schule, die Universitäten, unsere Eltern uns eingeredet haben, dass wir eigentlich nur jemand sind, der von A nach B rennt, die Wochenunterbrechung zwischen zwei Wochenenden ist, sondern dass wir wirklich mehr sind, ähnlich wie Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist inwendig in euch, in jedem Einzelnen ist es vorhanden. An dieser Stelle muss ich kurz erwähnen, dass ich Ende des Monats, 28. zu Thomas Eglinski fahre, kann ich nur empfehlen, seinen Glückskongress dringendst empfehlen, weil es der einzige Vortrag, den ich live machen werde in diesem Jahr. Da wird das Buch, gibt es so eine Buchpremiere. Lisa Fitz wird anwesend sein. Sarah Bennett wird dort singen, kann ich wirklich allen nur empfehlen. Viele andere bekannte Menschen werden da sein. Friedemann Mack wird auch persönlich da sein, wenn ich es hier erwähnen darf. Robert Stein wird da sein. Also unzählige Leute, da würde ich mich freuen, dass wir uns dort treffen, dass wir uns da mal umarmen. Und ja, die Liebe, die Freiheit zelebrieren. Und ja, jetzt ist erstmal die Zeit angekommen, dran gekommen, wo jetzt natürlich ein Interview nach dem anderen kommt. Ihr könnt wirklich gespannt sein. Matthias Langwasser, Eingeschenkt TV, Markus Fiedler von Apolut und viele andere, seid gespannt, kommen noch, die alle der Meinung sind, das ist sehr wichtig. Und an der Stelle bin ich auch sehr dankbar, muss man auch mal sagen, wirklich sehr dankbar, wurde mir heute zugeschickt, dass der Kopp Verlag, also Jochen Kopp, eine ganze Seite, dem Buch der 1000 Lügen gewidmet hat. Und ich glaube, die Zeit ist Tatsache reif für dieses Wissen. Und das ist wichtig, gerade jetzt vor Weihnachten, dass wir die Möglichkeit haben, am Weihnachtsbaum mit anderen Menschen zu sprechen. Und hier geht es rein nur um Fakten, die jeder überprüfen darf und kann. Da würde ich mich sehr freuen, von euch dann auch ein Feedback zu hören. Das ist immer wichtig für mich als Autor, gerade in der ersten Zeit, wenn euch es gefallen hat. Und ihr das Buch auch habt. Viele haben ja schon mittlerweile das Buch bestellt, nur allein am ersten Tag, dass ihr eine Rezension dazu abgibt. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Nur für euch habe ich das letztendlich gemacht, weil es ist mir wichtig, dass wir weiter zusammenstehen, zusammenhalten, dass wir nach vorne gehen und wir wissen, die kritische Masse ist bald erreicht und wir sind noch mehr. Wir sind die Veränderung, die wahre Veränderung in dieser Welt und auch in Deutschland. Alles Liebe, euer Heiko. Ich freue mich auf euch. Ihr könnt gespannt sein auf diese Woche, was wir alles noch bringen werden.